Es war kalt, es nieselte, kurz gesagt, es war ein Sauwetter. Und dennoch hatte Ralf Fährmann was zu lachen, denn nach der Trainingseinheit am Vormittag bekam Ralle den goldenen Handschuh als bester Keeper der vergangenen Saison. Gewählt wurde er über die gesamte Saison hinweg auf der Seite torwart.de. Es freut mich sehr, weil gerade, auch wenn das vielleicht viele nicht so gerne hören, gerade unter Torhütern ist man noch mal ein bisschen kritischer oder hat noch mal ein anderes Auge auf die eine oder andere Situation, als wie jetzt einer, der noch nie im Tor stand oder noch nie, sag ich mal, Handschuhe anhatte und sich reingestellt hätte. Früher waren es ja immer die Langsamen oder die Dicken, die ins Tor mussten. Und, von daher freut es mich einfach, dass man da aus guten fachkundlichen Kreisen, sag ich mal, das so beurteilt hat. Und es ist eine absolute Ehre, weil Torwart.de ist, sag ich mal, die Torwartseite für alle deutschen Torhüter. Und es freut mich sehr und ich werde auch einen guten Platz zu Hause für diese Auszeichnung finden. Und wenn er den Handschuh dann von der Couch aus sieht, ist es für ihn vielleicht besonderer Ansporn, schon am Samstag in Wolfsburg wieder eine preiswürdige Leistung zu zeigen.